Übung 2. Dialog. Höre den Dialog. Good morning. My name's John Smith. Good morning. Welcome to Greece. This is my wife, Betty. Hello. Nice to meet you. And these are my children. My name's Adam. I'm Caroline. Hello. I'm happy to see you. Übung 3. Grammatik. In den gehörten Sätzen kommt das Verb to be, also sein, vor. Das Verb wird konjugiert. Höre und wiederhole vollständige und gekürzte Formen dieses Verbes. Ich bin. I am. I'm. Du bist. You are. You're. Er ist. He is. He's. Sie ist. She is. She's. Es ist. It is. It's. Wir sind. We are. We're. Ihr seid. You are. You're. Sie sind. They are. They're. Übung 4. Anwendung der Grammatik. Wiederhole die Sätze mit dem Verb to be und lerne andere Wendungen, die in ähnlichen Situationen verwendet werden. Vergiss nicht, dass in Alltagssituationen Kurzformen verwendet werden. Wie geht's dir? How are you? In Ordnung, und dir? I'm okay, thanks. And you? Sehr gut. I'm very well. Danke, gut. Fine, thank you. Das ist mein Mann. This is my husband. Das sind meine Freunde. These are my friends. Wir sind in den Ferien. We're on holiday here. Sie sind meine Eltern. They are my parents. Mein Vorname ist Adam. My name's Adam. Ich bin Caroline. I'm Caroline.